Out of charges. So. Ab in die letzte Runde. Ab in die letzte Runde. Fenerbahce muss angreifen. Und die scheinen sich so ein bisschen Richtung B zu orientieren. Das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Mal gucken, wo die Verteidigung denn dort gerade hockt. Von Exencupid. Exencupid natürlich ein Team, was wir aus der Season schon kennen. Auch da das ein und andere Mal gesehen. Auch vor allem auf Icebox gesehen. Dort auch mal starke Leistungen abgerufen in der Vergangenheit. Also da erwarten wir auch ziemlich viel. Fenerbahce kennen wir noch gar nicht. Das Fußballteam kennen wir. Fenerbahce Istanbul, ja. Aber sind hier schon auf Tuchfühlung. Uns ist auch ein Stückchen vorgekommen. Ketu jetzt relativ offensiv. Ich glaube, das ist jetzt aber auch bewusst, dass Limp dort. Ah, da ist die erste Info raus. Ketu wirft aber quick direkt drauf. Und die Mauer. Ja. Aber zu langsam. Ketu das weg. Skyrus. Boah. Percy. Ich weiß, was. Kann mir denken, was Blums davor hatte, aber. Das hat nicht so geklappt. Ist das? Fuck? Nee, nee, das ist die. Genau. Smoke von Viper. Das sah ja strange aus, okay. Scanning ahead. Ja, und Percy macht dort kurzen Prozess, geht da direkt auf die Jagd und holt sich Nomi. Und somit ist das die erste Runde für Fenerbahce. Also Skyrus mit 2 Kills. Percy mit 2 Kills, Shells mit einem, und da sehen wir uns auch gerade, Shells, der ist confident, der geht sofort mit der Bulldog. 3 Ghosts sehen wir ansonsten noch am Start. Ja, ein Spectre. Wenn du die Bulldog kannst, ja, auf jeden Fall. Mega stark. Da haben sie schnell den Orb geholt. Kann man durchaus noch machen. Oh, da. Einigermaßen was aus, das Ding. Tino von der anderen Seite gekommen. Spike planted. Okay. One enemy remaining. Bleibt nur noch Blumster übrig. Ja, das ist ein Kill. Das ist natürlich jetzt schon nochmal ein Stückchen Arbeit, was da vor ihm steckt. Was jetzt aber. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, was er da versucht hat. Er wollte, glaube ich, ein bisschen rumspielen, einfach verwirren, aber. Ja, nee, das hat nicht gut funktioniert. Hat mit Elite nicht gut funktioniert. Der hat sich dann nicht beirren lassen. Genau. Der ist sich da treu geblieben und hat das Spielchen dort relativ schnell beendet. Ja. 2-0, nicht weiter überraschend. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Bonus bei Fenerbahce genauso erfolgreich gestritten wird wie die ersten beiden Runden. Also auch da, Scherz, der hat seine Bulldog behalten müssen, also wurde die wahrscheinlich mitgenommen. Ich habe hier falsches Knöpfchen gedrückt. Und direkt oben drin geblendet, man geht sofort auf den Plant, das ist ja auch wild. Also da hat man überhaupt gar nicht versucht, auf irgendwas anderes zu gehen. One enemy remaining. Also Fenerbahce, da haben die von vornherein nicht damit gerechnet, dass es... Das war ja eine verrückte Runde jetzt. Also das ist ja komplett wild gewesen. Also sie sind direkt auf den Plant gegangen, so nach dem Motto, okay, mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Wir nehmen die Bonus jetzt einfach nur mit für den Plant. Und holen sie diesen 300 Takt ab und dann... Naja, aber am Ende brauchst du ja nur die Bombe entschärfen und die Runde ist vorbei. Ja, also ist leichter, als sich gegen 5 Gegner hinzustellen. Oder habe ich jetzt das falsch verstanden? Ja, erstmal Fenerbahce, die hatten ja nur alle Möglichkeiten der Welt und rushen auf die Seite und planten einfach. Wo ich sage, das, warum? Also das muss doch nicht sein, du kannst doch das erstmal versuchen anders auszuspielen. Aber okay, haben sie sich immer, ja, aber kann, direkt blind auf dem kann aber auch mit dem Plant einfach durchgehen und klappen, ja, also. Ich glaube, sie sind nicht davon ausgegangen, dass sie die Runde damit gewinnen. Oh, jetzt kommt hier auch nicht ein Sonnenstand. Aber okay.
Boah, aber da geht's wieder wirklich mit der Brechstange durch. Ja. Kitchen durch. Ist nicht mehr viel entgegenzusetzen dort. Wir machen das schön, ja? Sie bleiben im Team. Und dann immer etappenweise. Oh, Nomi könnte jetzt aber geholt werden da oben. Achso, ne, die sitzen in der Kitchen. Ja, der Spike ist jetzt aber bei den Jungs von Exen angekommen. Also, den muss ich jetzt für eine Watch erstmal wiederholen. Das wird schwierig. Wir sind zu zweit gegen vier Leute. Schaus kriegt da zwei Kills. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Revealing Area. Beide ein bisschen auf der falschen Fährte. Versucht man jetzt das Ding nur noch durchzusaven. So scheint es auszusehen. Wir gucken mal kurz auf die Economy. Boah, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Gehst mit zwei Waffen rein. Okay, vielleicht haben wir... Oh, oh, ja, okay. Wahrscheinlich sich einfach nur abgesichert, dass da von hinten nichts mehr kommt. Da muss eiskalt, dass da unten jemand steht. Oh, das ist stark gemacht! Das war mein Play. Wo ist meine Maus? Meine Maus? Ich mach das Kabel rein. Nee, die muss jetzt aufbauen. So war ich's nicht. Jetzt hast du es im Fenster. Nee. Dann Escape Option. Nee, nicht. Wild. Ja, was, wenn du es nicht alles wild machst? Ganz, ganz wild. Ihr habt das, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Aber. Was? In einem Moment. Okay. Ich weiß nicht. Okay, Kettu jetzt hier schon mit der Ulti. Hat Bock. Geht wahrscheinlich auch darum, genau Geld zu sparen, auch einfach. Ja. Sich die Waffe nicht zu kaufen. Geld ist nicht wirklich da. Bei Action Cupid, von dem her Entscheidung durchaus nachvollziehbar. Kein Schaden abgekriegt. Ja, schön gemacht. Schön. Und da ist direkt auch der Vorteil. Man, die wissen, sie können zurückgehen, wenn sie sterben. Haben wir noch einen Rest am Start, aber... Ja. Ja, das ist... Und die beiden, die diese hatten. Oh! Last player standing. Ja. Schnell beendet das Ding. Hat er mal kurz um die Ecke geloopt. Aber den Kill würde ich mir trotzdem gerne mal angucken, den wir gerade eben gesehen haben. Der war nicht von schlechten Eltern. Also Börsi, der dann erst die falsche Ecke checkt, beziehungsweise ja, die Ecke checkt. Und dann merkt, da ist keiner. Und so kommt drauf wieder auf den Kopf, also. Aber auch Glück gehabt, da sind nur noch 5. Ja. Das war. Get out of my way. Sure, die Economy jetzt bei Fenerbahce. Also so wie sie am Anfang da drüber gefahren sind, das lässt Exen jetzt mit sich nicht mehr machen. Also da. Guck mal bei Skyris hier. Skyris. Ja. Oh, schön gemacht. Oh, hinter dir. Ja, hat er auch schön gemacht. Die Waffe dann quasi abgegeben an seinen Mate. Ist aber auch stark, die Jet, ja. Und dass du die Ulti dann auch wieder bekommst, wenn du einen killst. Ja, definitiv.
Nun ist er jetzt hier auch ein bisschen skeptisch. Da entschuldigt sich die Waffe. Man hat nicht damit gerechnet, dass da noch jemand steht. Also wurde da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, Chino. Da sind die Lineups eigentlich perfekt. Man hat eine Ulti bei Sova, man hat theoretisch noch. Nowhere to run! Ja, jetzt. Haben sie sich nicht gegenseitig gesehen? Ja, er wusste, einmal getroffen reicht, um dort. Ja. Hab schon gerade noch so ein Glück gehabt, dass er die Waffe behalten kann. Ja. Aber klar, an seiner Stelle hätte ich mich ja auch reingestellt, weil er weiß. Ach, guck mal, er hat nur noch die Hälfte. Zed ist auch der Kettu Fanclub. Und sie gehen raus. Kettu Fanclub ist am Start. Ja, das tut ja auch gegen den 6-4. Trotzdem jetzt so ein bisschen, ja, es ist so ein Full-Buy, aber so die Hartz-IV-Ausstattung. Also man hat eine Judge, man hat eine Marshall, es ist nicht der Full-Buy, den man erwartet. Oh ja, da war der Kopf auf jeden Fall. Hat aber, glaube ich, nicht getroffen, wenn um die Rüstung. Genau, die Judge ist da. Und da rechnet man gar nicht damit. Das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich auf der Stelle. Ja, das war, also, sorry, aber den Tod hat er sich selber zu verschulden. Der hätte einfach nicht auf das Ding schießen sollen. Und einfach stehen bleiben sollen, weil ich glaube, sie wussten einfach nicht, dass dort steht. Ich meine, man geht ja davon aus, dass da alles geklärt ist, wenn er so mit seiner Drohne lang fliegt. Und somit freiwillig die Position revealed. Ja. Ja, auch durch den Smog siehst du ja kaum was. Also auch mit der Drohne siehst du ja weniger. Ist richtig, aber hätte er gesehen. Also die Distanz war definitiv ein Schlagweite. Also das hätte man safe gesehen, wenn er ihn gesehen hätte. Also ja. Ne, weißt du, was ich meine? Wenn er hingeguckt hätte. Hätte das gesehen, aber hat er eben nicht. 30 seconds left. Elite told you dort. Kettu will es. Aber Kettu. Da haben wir vorhin drüber geredet, so ein bisschen hart hierbei. Schaltz deckt seinen Mate dort richtig gut. Aber Numi hat's gut gemacht, der hat das gewartet, der hat mitgekriegt, die kommen auf den Spot. Ne? Der andere plante, der andere war hinten, also an sich richtig gemacht, nur langsam abgezogen. Ja. Kettuhu. Ja. Werden wir schon noch sehen. Kettu ist jetzt trotzdem ziemlich stark unterwegs. Stärkster Mann aktuell bei Hexen-Cupid. Schade, dass er nicht noch mehr trifft. Der Heal geht raus. Den Rest bei Hexen-Cupid. Man merkt manchmal auch, wenn der erste und der zweite Deagle-Schuss nicht sitzen, dann schießt man aus Frust. Ja, also da ist dann wirklich so, den ersten, du gibst die Mühe zu treffen und dann denkst du auch, schöne Sache hier. Hauptsache ich treffe irgendwas. Ja. Spike planted. Ja, das meine ich halt. Sich dann unter Kontrolle zu haben, das haben wir ganz oft gesehen. Nicht nur bei der. Puh, also es ist schon spät am Abend. Das hat man jetzt auch gesehen. Uns geht es ja da nicht anders, aber. Und jetzt geht die Jagd natürlich los. Revealing Area. Ja, oh, das Timing, so erholt, aber. Auch. Ja. Schön. One enemy remaining. Recalling my bot. Und da geht auch die sechste Runde, beziehungsweise die achte Runde.
Genau, 8. Runde hat somit auch Fenerbahce für sich entschieden. Ja, das sieht aktuell ein bisschen deutlich aus für sie. Sind im Angriff dort ziemlich confident unterwegs. Exen findet nicht so richtig eine Antwort. Zwischendurch mal 2 Runden geholt, dann stand es fast wieder unentschieden. Aber ja, aktuell ziemlich deutlich. Ja, FB ist da gerade mit ihrer Leistung einfach souveräner wie sagt man, gleichbleibend. Konstant quasi, konstant, genau, danke. Ja. Raus mit dem Geschützturm. Oh, was war das? Das weiß ich auch nicht. So ein Spray, oh. Der ist ja mies. Das ist ja so mies. Ja, das kann man auch. Oh, schön. Aber das gab's früher schon bei CS-Zeiten, dass du dir einen Spray-Logo geholt hast. Da gab's eine Möglichkeit, dass du dann halt irgendwie so nicht ein GIF, aber eine PNG oder so als Spray-Logo hattest. Also den muss ich mir unbedingt merken. Das ist ja richtig mies. Also, damit lockst du bestimmt in jeder Runde immer irgendjemanden immer einen Schuss raus, wenn du das Ding richtig platzierst, muss ich sagen. So kann dir so ein Spray halt auch mal helfen, ne? Das ist schon Next Level Shit. You will not kill my ally. Oh, dann ich. Spike down. Ende immer, die sind Wahnsinn. 30 seconds left. Es ist Wahnsinn. Gott, Ketu. Ja, Killjoy gegen Killjoy. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie sich bewusst sind, dass Killjoy dort noch on site sitzt, Vilpery. Anscheinend nicht. Oh, ist das stark. Ja, und das reicht dann auch, ne? Also ich war. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch drauf haben hier. Also erst das Ding dort. Dann auf einmal es ist so frech. Er guckt auch nochmal nach. Ja, er guckt nochmal nach, weil er es auch nicht fassen kann einfach. Ja, es ist genial, ja. Das Spray. Ja, der ist nicht schlecht. Mindplay, das ist schon Next Level Mindplay, ja. Ja, und da kann der Rest theoretisch kommen, genauso sieht's aus. Kette wird wieder geholt. Heal geht raus. Hier. Hier. Müssten sie theoretisch gehört haben. Auch Ketu, der muss das eigentlich auf dem Schirm haben. Ja, aber der aimt den Engel da ab. Genau, aimt den Engel ab. Und das ist auch absolut richtig, denn wir werden es gleich sehen. Oh, oh ho, ho, Gino! Oh, ich schalte gerade weg. Wie unlucky war das bitte? Ja, und sie konzentrieren sich nach vorne. Oha. Ja, und Gino, der räumt hier Battle Sage-mäßig richtig auf. Das ist Wahnsinn. Gino macht hier gerade den Weg frei Richtung Ace. Hat sich B komplett alleine geholt, quasi. One enemy remaining. Ja, und ist die Runde für Fenerbahce, aber in was für einer Art und Weise auch. Das sah sehr sauber aus, das Gameplay. Ja, sehr sauber. Also Gino wusste genau, was er macht, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ja, also auf jeden Fall der Move, Gyrus da oben wegzuholen. So, das zwingt natürlich jetzt auch Exen wieder so in, in Economy. Ja. Ja, also da ist nicht viel da, so ein Halfby-mäßig vielleicht gerade mal noch so, aber man möchte auf jeden Fall die nächste Runde kaufen können. So viel steht fest. Hier. Und Ketu hat schon wieder diesen Spot dort oben, ja, es ist wieder die Drohne, er muss quasi dort weg, auch dafür ist halt eben sowas Drohne unglaublich stark, um einfach diese Angles schon mal von vornherein zu clearen.
gerade hier, wo sich viele Leute in Angles verstecken können mit einem Judge oder so, das lohnt sich dann doch immer wieder. Keto. Ich bin gespannt, was er da jetzt noch zaubert. Alle auf engstem Raum hier. Jetzt kommt die Ulti von der Killjoy. Die wissen, wo sie noch stehen können. Genau, oh, da sind sie. Erster. Da ist noch jemand. Aber nicht gesehen. Boah, zwei kann er ihm noch verpassen, aber es reicht am Ende nicht. Schelz holt sich drei Kills und somit die Runde von einem Bartsch und es ist, genau, die letzte Runde vor der Halbzeit. Hexen kann wieder reinkaufen hier und Fenerbahce hat das Spiel so mehr oder minder unter Kontrolle. Eine neunte Runde und ich würde mich fast schon festlegen, dass es das war, aber Hexen Cupid, dieser Dame auch schon starke Leistungen in der Vergangenheit gesehen. Den traue ich noch was zu, aber Fenerbahce wirkt tatsächlich sehr on point. Also sehr frisch, auch gerade Chino, was wir gerade gesehen haben, auch, also... Als hätten sie noch mal einen Powernap in einer halben Stunde gemacht, um zu sagen, naja, dann... Genau. Regeneriere ich mich ein bisschen. Gefühlt schon, ja. Und die Distanz ist heute auch auf jeden Fall lang. Wir sehen es, das Spray ist wieder an der Stelle. Ob man da wieder drauf reinfällt. Scaris guckt auf jeden Fall wieder hin. Dann hat's funktioniert. Stark gemacht. Jetzt kommt die Ulti von der Viper. Mal sehen, was Blutzi daraus macht. Okay. Limpe noch ein Kill. Erste Halbzeit vorbei. Und das war schon eine Ansage. War schon echt eine Ansage, was Fenerbahce dort gezeigt hat. Jetzt sind wir mal gespannt, ob sie es in der Verteidigung auch so einfach aussehen lassen wie im Angriff. Und dann sind sie, ja, sie sind da schon auf jeden Fall in den Geldrängen. Die sind da schon kaltschnäuzig rangegangen, könnte man sagen. Von, ja. Bam, sind es lange. So, los jetzt. Also es geht Richtung B. Dort Killjoy, wir sehen es, Killjoy alleine auf B. Wir hatten ja vorhin das Thema, dieses alleine auf B zu decken. Ja, wenn man es natürlich so macht, dann kann man auch mal durchaus alleine den Spot halten. Hat ihm so aber noch richtig gut gegeben. Hat ihm mal einen 105er mitgegeben auf dem Weg. Dann wurde dann auch direkt wieder beendet. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir an der Stelle einfach nicht drüber reden. Also schön mit anzusehen, ja. Aber wenn du so kassierst, ja, das dann tut's auch echt weh. Und hier hat auch mal, zack, da gab's mit so noch mal ein bisschen was mit auf dem Weg. Kleines Proviant sozusagen. Ja, und dann kommt leichte Schläge auf den Hinterkopf, wisst ihr? Genau, erhöhen das Deckvermögen. Und hier, ja, Scaris macht den Rest. Also, bei dem Aiming brauchen wir uns dann auch nicht drüber unterhalten. Wobei, er hat jetzt auch keinen Stress, er war aller Zeit der Welt. Ja, stimmt auch. Aber ja, auch das kann man verkacken, ich weiß. Wir haben auch schon oft genug gesehen. Also, gerade auch, ich weiß gar nicht, ob es sogar in dem Spiel war. Bei Limp, ja, ich glaube, wir haben es in dem Spiel auch schon gesehen, wie man es anders machen kann. Okay, hier machen sie jetzt ein bisschen in der Mitte. Ja, immerhin 110, 101 abgezogen. Das geht relativ schnell. Schade, Bluster. Spike down, mid. Wie der letzte Überlebende. Das sieht alles nach 11 zu 3 aus. Aber trotzdem getroffen. Oh. Perfekt. Oh, aber der hat auch noch mal richtig geschallert. Also, uiuiui. Kampflos wollte Nomi sich da nicht
verabschieden. Schauen wir uns das ganz nochmal an. Da ein paar schöne Dinger dabei, also auch da. Ja, das Fadenkreuz ist dann drauf, ja. Das merkt man einfach. Da nochmal so schnell reagiert hat, ne? Und da gab's nochmal einen mit zum Schluss. Ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Ist wieder beeindruckend. So, wie sieht's denn aus, economy-technisch? Ja, das ist auf beiden Seiten so ein bisschen. Also, wir sehen eine Bonusrunde bei Fenerbahce. Das ist jetzt wenig überraschend. Die können sie spielen, weil. Ja. Sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Das ist. Sie haben genug Zeit, quasi das jetzt hier ins Ziel zu bringen. Und ich sehe das auch ehrlich gesagt nicht in Gefahr. Ich glaube, da hat er ein bisschen falsch gedasht. Er wollte, glaube ich, nicht nach vorne. Ja, und Elite hier und Chino. Du bist noch nicht mal zur Tür rein, da kriegst du schon welche an den Kopf, weißt du? Da bleibt es jetzt nur noch an Elite hängen, aber wie gesagt, das war eine Bonusrunde. Also, wie auch immer das jetzt ausgeht, das tut schon ganz schön weh, die Runde hier gerade. Für Exen-Cupid, weil nächste Runde sieht es im Kaufverhalten dann ein bisschen blöd aus. Dann nicht mehr viel. Elite lässt sich hier ganz schön viel Zeit. Der hat sich jetzt ein bisschen selbst verraten. Bleibt da stehen im Sichtfeld von Ketu. Das ist ärgerlich. Es ist die Runde für Exen, aber die hat ihnen viel Geld aus den Taschen gezogen. Das können wir mal gucken. Das wird sich jetzt bestimmt auch in dem einen oder anderen kleinen Schild widerspiegeln. Vielleicht auch nicht unbedingt eine Wendler und eine Phantom für jeden. Na, so sieht's aus. Wir haben eine Spectre, wir haben ein fast kleines den Schild. Wir haben bestimmt irgendwo auch ein paar. Genau, wir sehen es hier. Ein Shockdart fehlt hier zum Beispiel. Was waren wir noch? Wir können ja mal durchgucken. Hier haben wir komplett. Hier fehlen zwei Sachen, Updraft und so. Ja, das ist schon. Man merkt schon, das hat schon ein bisschen weh getan. Aber es reicht aktuell, wobei. Ist unentschieden, aber guck dir an, was Exen jetzt schon wieder investieren musste. Auch das tut. Ja. So ist technisch gesehen auch schon wieder ein bisschen mehr. So, okay. Kommt der. Ja, genau. Der Plan. Die Frage, wie Exen das jetzt hier im Afterplan spielt. Chino, der sich hier von hinten ranrobbt. Auch nur eine Ghost dabei. Aber der es ist. Ja, da gibt's die Waffe jetzt oben drauf als kleines Geschenk und auch da muss jetzt Lim noch dran glauben und da sind wir bei einem 12-4. Ich leg mich fest. Das ist es. Aber wenn du mal guckst, ja, also wir haben Chino jetzt in 2-3 Aktionen gesehen, wo er echt gut abgeliefert hat, aber am Ende ist der letzte, ja. Ist der letzte. Ist krass, ne? Aber Chino als eine Mal, wo er drei Leute bei B komplett alleine auseinander buchstabiert. Aber am Ende ist es trotzdem nur ein Sage. Er hat seine 5 Assists, macht seine 9 Kills hier. Eine Runde fast alleine entschieden. Also. Alles unter 20 ja, ist okay. Nicht. Für Sage, ja, stimmt. Ist was dran. Also, Matchpoint jetzt. Und wir sehen es oben. Exen, die müssen alles kaufen, was geht, aber das wird am Ende nicht reichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen sie jetzt schon auch mal ein bisschen was treffen. Und auch das wieder frech aufgestellt hier. Oh, wir haben es gesehen, ne? Geht auch direkt wieder in den Kopf rein, ne? Geht auch direkt in den Kopf. Auch hier Skyrim holt zwei Leute raus, drei Leute raus, das ist 2-4. Das ist einfach nicht mehr machbar. Sie hatten den High Ground und nehmen dann den Gegner einfach auseinander. Ja, was machst du jetzt, ne? Was machst du jetzt? Und Fenerbahce, die spielen das hier definitiv richtig. Bleiben zurück. Hier wird geguckt, okay, wen können wir denn wiederbeleben? Ketu wird wiedergeholt. Ja, die Ulti wird rausgeholt. Lim sofort weg. Oh, jetzt drehen wir hier das ganze Ding nochmal um, oder was? Dann muss ich mal vorpieken. Also jetzt wird es ja richtig spannend, oder? Ketu hat Bock. Ja, Shells muss da weg. Shells muss da weg. Er hat keine Chance eigentlich. Er muss dort weg. Geht er vorwärts? Ja, er geht vorwärts. Oh, er schießt dann nun. Scheiße. Ist das ärgerlich.
Oh ja, den hat aber auch so spät gesehen. Ist das ärgerlich. Er hätte es haben können. Es wäre ein schönes Comeback in der Runde gewesen. Ja. Aber so war es das leider. Und wir gratulieren Fenerbahce. Sie sind die Ersten, die in den Geldrängen sind. Ja. Von daher sie haben das Halbfinale erreicht und sind somit schon safe im Geld.